So Leute, nachdem ich jetzt eine Menge Commander aufgemacht habe und bei dem Kaltem Pre-Release Challenge Ding so hart versagt habe gegen Dr. Alzheimer, Tim Sowart und Max vom Eternal Battlegrounds, muss ich leider sagen, ja, ich probiere das nochmal. Ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen Pre-Release-Stuff geholt gehabt und dann fiel mir das ja auch noch in die Hände. Und dann dachte ich, okay, komm, das letzte war so mies. Kann ja nicht sein, dass alles so mies ist. Deswegen gucken wir uns nochmal Kaltheim an. Kaltheim, das Set der letzten Jahre mit den niedrigsten Value, sag ich mal. Und keiner weiß warum. Das Set ist eigentlich ziemlich großartig und ziemlich hübsch. Aber aus irgendeinem Grund, ja, was haben wir hier? Eborn, Gott des Todes. Ein wunderschönes Kaltheim Artwork, Geschisse. Wir haben Egon, Gott des Todes. 3 Mana, 6/6 Death Touch, Oha. Und zu Beginn des Versorgungssegments schicken wir 2 Karten aus dem Friedhof ins Exil. Falls man das nicht kann, opfert man Egon. Und ihr seht unten schon den Code. Den muss ich natürlich mal einmal umdrehen. Der wird auch schon wahrscheinlich nicht mehr einlösbar sein. Egal. Thron des Todes für ein schwarzes Mana ist ein Artefakt. Zu Beginn des Versorgungsmanns millst du eine Karte. Für 3 Mana tappen, schickt man eine Kreaturenkarte auf den Friedhof ins Ziel und zieht eine Karte. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja, in Pre-Release Kits haben wir Draft Booster. Draft Booster, die alten Booster sozusagen. Und gucken wir uns mal an. Wie immer bei diesen. Oh, schon mal 2 richtig gute Karten. Wie immer bei diesen Openings, bei diesen kürzeren Openings gucke ich mir halt nur die Uncommons an und die Rares. So. Rune der Kraft. Stimmt, die waren Runen drin. 2 Mana verzaubert eine bleibende Karte. Wenn sie ins Spiel kommt, zieht wie eine Karte. Und eine Kreatur kriegt +1/+1 Trampelschaden, wenn wir damit eine Kreatur verzaubert haben. Und wenn wir eine Ausrüstung verzaubert haben, kriegt die ausgerüstete Kreatur +1/+1 Trampelschaden. Richtig cool. Rasender Plünderer. 2 Mana 2/2, immer wenn der. Wenn man eine Prahlenfähigkeit aktiviert, kriegt er eine +1/+1 Mangel. Den kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Dämon Berserker. Oh ja, die Maya-Beschützerin von. Ich kann es nicht aussprechen. 5 Mana, 2/3. Andere Kreaturen kriegen +1/+1. Immer wenn ein Land und Kreatur ins Spiel kommt, bekommt ihr einen weißen Menschkrieger. Hammer. Und unser Rare ist der Unheilbringer. Bombe im Limited. 4 Mana, 3/4. Und falls man eine Riesenquelle, die man kontrolliert, Schaden zufügt, fügt sie stattdessen doppelt so Schaden zu. Hammer! Hammer! Dann haben wir Waldlandabgrund, die Intakt kommen spielen. Ohne Foil. Gar nicht mal so foily. Gar nicht mal so hübsch. Ja, ich habe die Karten die ganze Zeit ein bisschen eingedreht. Das werde ich jetzt ändern. Der Schattenträger, da sah ich nicht viel zu. Ist halt eine Common Foil mit Prahlen. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? A0. Oh, Nico, trotzdem Schicksal. 3 Mana, Saga. Beim ersten Mal kriegt man 2 Leben. Und also für jede Karte, die man im Exil hat, also auch Vorteilkarten. Für 2 Mana kriegt. Für 2 Mana. In der zweiten Phase kriegt man 2 Mana. Nur für Vorteil-Zaubersprüche. Vorherbestimmung, Entschuldigung. Und bei 3 kriegt man eine Vorherbestimmungskarte aus dem Friedhof auf die Hand. Darunter. Signalhorngeist, 202/2. Immer wenn man einen zweiten Zauberspruch spielt, innerhalb von seinem Zug, kriegt man 1/1 Geist mit Flugfähigkeit. Doomscar Titan, 6 Mana, 4/4. Wenn er ins Spiel verkommt, der alten Kreatur, die man kommt, +1/+0 und Eile. Mit vor. Hier, Vorteil. Wenn ihr die ganze Zeit. Oh mein Gott. What the fuck? Valky, Gott der Lügen. Alter, natürlich im Artwork. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr draußen die ganze Zeit einen Vogel hört, das ist eine Sportdrossel. Ich hoffe, die wird nicht allzu laut im Mikro aufgenommen. Die Sportdrossel ist nämlich die ganzen Taschen auf den Sack am Gehen. 2 Mana, 2/2, legendäre Kreatur, Gott. Wenn Valky ins Spiel kommt, zeigt ihr die Karten mit seiner Hand offen vor. Man schickt eine Kreaturenkarte davon ins Exil, bis er das Spiel verlässt. Und für 3 Mana kann man den zu der Kreatur werden lassen. Für 3 Mana, für X Mana. Und auf der anderen Seite ist er Tibalt, kosmischer Hochstapler. 7 Mana, 5 Marken. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man ein Emblem mit. Immer wenn man mit dir eine Karte ins Ziel geschickt hat, kann man die casten. Mana beliebiger Farbe benutzen.
und plus 2. Man schickt die Übersgarten von beiden Spielern ins Spiel, in Exil. Jedes Spiel, Entschuldigung. Minus 3, man schickt ein Artefakt oder eine Kreatur ins Exil. Und minus 8, man schickt alle Karten aus allen Friedhöfen ins Exil und kriegt 3 rote Mana. Ja, wegen dem wurde die Cascade-Fähigkeit geändert. Ja, Hammerpull. Hammerpull. Hier ein Gott, da ein Gott. Überall Götter. Das hätte ich mal als Pre-Release-Kit haben müssen. Da hätte ich auch mithalten können bei unserer Challenge. So habe ich gnadenlos verloren. Spoiler. So, gucken, kam wieder durch. Ah, Jaul, Entschuldigung. Im Englischen der Spitzhacke. Rammschildkrieger. 3 Mana, 2-2 mit Triprallen für 2 Mana. Kriegt der plus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Kann man nur aktivieren, wenn er angreift. Nur einmal. Replizierender Ring. 3 Mana, verschneites Artefakt. Tappen für ein farbloses. Zu Beginn des Versorgungsmens kann man eine Nachtmarke auf den legen. Wenn man 8 oder mehr Nachtmarken drauf hat, entfernt man ihn und kriegt 8 farblose Artefaktbildsteine, die halt genau das sind. Karudurs grausame Rückkehr. 4 Mana. Beim ersten Mal beim Saga kann man eine Kreatur opfern. Wenn man es tut, fügt das Ding 3 Schaden zu. Minus 2, jeder. Also minus 2. Entschuldigung. Zweite Saga. Ich hasse Sagas einfach. Zweite Saga. Jeder Spieler wirft eine Karte ab. Dritte Saga. Man bringt eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel und legt eine besondere 1-Marke drauf und eile. Wie gesagt, man spielt die Karte, dann passiert das erste. Dann macht man das zweite, dann das dritte und dann wird das Ding geopfert. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das hätte ich als Päcker in Nico Ares. 2 blaue, ein weißes und nix. Legendärer Planeswalker. 3 Marken. Wenn er ins Spiel wegkommt, kriegt man X von den Dingern. Also, je nachdem, wie man bezahlt. Hier oben ist die Karte angeditscht. Sad. Plus 1, eine Kreatur unserer Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Und wenn die Schaden zufügt, nimmt man die zurück auf die Hand. Minus 1, Nico Ares fügt einer getappten Kreatur unserer Wahl 2 Schadenspunkte zu für jede Karte, die wir gezogen haben. Und minus 1, man kriegt einen Splitter. Genau wie man X-Splitter bekommt, wenn die ins Spielfeld kommt. Hammer. So sind Pre-Release-Kits. Oh mein Gott. Das ist ein Pre-Release-Kit. Ich sehe es schon. Oh mein Gott, was zur Hölle geht denn jetzt ab? Fahrt zum Weltenbaum. 2 Mana Verzauberung. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, suchen wir unser Deck nach einem Standardlandkarte, zeigen sie auf, vornehmen sie auf die Hand, mischen nach unser Deck. Dann können wir für einen Wuburg, das nennt man Wuburg, und 2 Farblose, kann man den opfern, um 2 Leben zu halten, 2 Karten zu ziehen, einen Gegner 2 Leben verlieren zu lassen, einer Kreatur unserer Wahl 2 Schadenspunkte zufügen zu lassen und einen 2-2 Bären zu kriegen. Gute Karte. Spiegelsee kommt getappt ins Spiel, tappen für ein blaues, für 2 grüne, ein blaues, 2 farblose kann man den tappen, opfern, um eine Kopie von einer Kreatur unserer Wahl herzustellen, die mit einer zusätzlichen plus 1 zu 1 Marke ins Spiel kommt. Leider nur die nächste Reihe benutzbar. Eisfessel Pfeiler, 3 Mana, verschneites Artefakt, tappen mit 5 Snow Mana, um eine Artefakt oder Kreatur zu tappen. Icy Manipulator in besser. Und wir haben ein, oh mein Gott, Felstor Höhlenweg. In alternativem Artwork. Wow. Wow. Hier blau, die ist wunderschön. Weiß, auch sehr, sehr schön. Was ist das für ein Pre-Release-Kit? Warum habe ich dieses Pre-Release-Kit nicht bei der Challenge gekriegt? Es regt mich so sehr auf, seit Monaten mittlerweile. Weil es auch schon Monate her ist, dass wir diese Challenge hatten. Oh mein Gott. Lawinenrufer, ein farbloses, ein blaues, 1-3, 2 Mana, ein verschneites Land unserer Wahl wird bis zum Ende des Zuges ein 4-4 Elementarwesen mit Flusssicher und Eile, ist immer noch ein Land. Stark dabei ist ganz einfach, dass man den nicht tappen muss. Das ist schon ziemlich gut. Ja, die Waffenkammer kommt getappt ins Spiel, tappt für ein weißes, für ein farbloses, 2 rote, ein weißes, kann man den tappen, opfern, Bibliothek eine Aura oder Ausrüstungskarte suchen und sie auf die Hand nehmen. Wir nehmen sie nur auf die Hand, dafür kann man das wie ein Instant machen. Kein guter Deal. Diese Länder sind einfach Schrott. Was bist du? Karudur Doomskarskrieger. Ah, das ist der von der Saga. 4 Mana, 4-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, greift der nächsten Zug. Greifen bis zu deinem nächsten Zug die Gegner, die deine Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, an, auf jeden Fall. Sie greifen jemand anderen an als dich, wenn möglich. Und immer wenn eine angreifende Kreatur steht, verliert der Beherrscher einen Lebenspunkt. Klasse Commander-Karte. Tibalds Trickery. Die zweite Karte, die den Tibald hat bannen lassen. Wow. Für ein rotes, ein farbloses, neutralisieren wir einen Zauberspruch unserer Wahl. Dann bestimmen wir per Zufall 1, 2 oder 3. Ob hier richtig, wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Denn
Der Beherrscher mailt so viele Karten und deckt dann so lange Karten von seinem Deck auf, bis er eine Karte, die kein Land ist, aufgedeckt hat. Und den darf er dann casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und die anderen Karten werden in beliebiger Reihenfolge unter das Deck gelegt. Stadt, Insel, vereister Mana liegt. Ja, wow, was soll ich dazu sagen? Das ist ja, das kann halt auch mal Kaltheim sein. Ravenform, gute Karte. Ja, Dorfritual, war auch mal sehr, sehr teuer. Ganz am Anfang. Rune der Sterblichkeit, 2 Mana, man verzaubert eine bleibende Karte. Sie kommt, wenn sie ins Spiel kommt, zieh mir eine Karte. Die verzauberte Kreatur, also wenn die Kreatur verzaubert wurde, kriegt die Death Touch. Und wenn wir eine Ausrüstung verzaubert haben, kriegt die ausgerüstete Kreatur Death Touch. Sehr, sehr stark. Zwergenhammer, okay, kenne ich gar nicht. 3 Mana Artefakt Ausrüstung, wenn er ins Spiel kommt, können wir 2 Mana bezahlen. Und kriegen dann einen 2-1 roten Zwerg Berserker Spielstein, der mit ihm ausgerüstet ist. Das ist nicht schlecht. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0 und Trampel. Fünn. Fangzahnträger. Giftmarken. Im Standard. 2-1-3 mit Death Touch. Und immer wenn eine Kreatur mit Death Touch, die du kontrollierst, Kampfschaden zufügt, erhält der Spieler 2 Giftmarken. Hammerkarte. Und wir haben noch einen Zufluchtsort. Der Gesichtslosen. Tappen für ein farbloses. Oder 3 Snowmana. Das Ding wird zu einem 4-3 mit allen Kreaturentypen. Wow, das war ein Pre-List-Kit. Heilige Geil. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, weil das aufzumachen macht Spaß. Das erste hat keinen Spaß gemacht. Sowas macht Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Neublick seht. Ciao, ciao.